Salut und hallo, hier ist wieder euer Michael von der Biokoch. Heute machen wir ein Karotten-Orangensüppchen. Dafür brauchen wir Möhren, 200 Gramm, ist jetzt für zwei Personen, eine halbe Zwiebel, ein ordentliches Stück Ingwer, 200 ml Orangensaft, 100 ml Kokosnussmilch, ein bisschen Salz, Pfeffer und Olivenöl. Zuerst schneiden wir die Zwiebeln. Muss jetzt nicht so fein sein, es geht einfach ein Würfelchen. Topf auf den Herd. Olivenöl rein. Zwiebelngemisch dazu. Schneiden wir die Möhren klein. Die ganze Suppe wird nachher auch passieren, ne? Von daher ist die Schnittform jetzt nicht so wichtig. Ihr könnt auch Scheiben machen, einfach nur die Frage dann, wie lange soll eure Suppe kochen. Ne, wie man hört, Zwiebeln an zu rösten. Kommt die Möhrchen jetzt dazu. Schön anbraten, ohne Farbe nehmen zu lassen. Salz mit hinein. Etwas frisch gemahlen Pfeffer, vorsichtig, aber wirklich nur etwas. Jetzt schneiden wir Ingwer. Die Menge ist schon okay hier, ne? Ingwer ist schon sehr intensives Gewürz. Das kommt hinein. Jetzt füllen wir das Ganze mit etwas Gemüsebrühe auf. Sagen wir mal so 100 ml ungefähr. Bei der Suppe könnt ihr auch wirklich Wasser nehmen, wenn ihr kein Gemüsebrühe habt. Ist wirklich nicht so wichtig, die Aromen sind auch woanders gut drin. Jetzt kommt der Orangensaft hinzu, 200 ml. Das Ganze lassen wir jetzt erstmal, na, ich habe die Möhren sehr fein, aber trotzdem 10 Minuten köcheln. Dann geht's weiter. Okay, die Karotten sind nicht ganz gar, so ein kleines bisschen Biss haben sie noch, ich mag das ganz gerne. Tja, die Papageien auch. Okay, das Ganze geht in den Mixer. Als erstmal den Becher natürlich. Kokosnussmilch hinzu. Das ist die ganze Menge so. 90 ml ungefähr, ne? Für zwei Personen. Fein aufgemischt. Schöne fluffige Suppe. Richten wir an. Fluffig, cremig. Bisschen Kokosnussmilch. Deko, mal gucken, ob sie hält. Es fällt kaum auf. Ne? Im Video sieht man das wahrscheinlich gar nicht. Ne? So, aber trotzdem sehr lecker. Ne? Schnell gemacht. Bon Appetit, wünsche ich euch euer Bierkoch.